Also der, für uns ist der Berg unverzichtbar und der Geh oder der Schöckl ohne Geh ist auch nichts. Und umgekehrt, es ist für jeden Geh-Club oder irgendwo, die einmal kommen oder sei es Geh-Experience, dass man einmal mit dem Auto am Berg war. Der Geh, vom Geh verlangt man schon mehr. Natürlich kann er nicht die Bäume hochklettern oder irgendwie, weil jeder denkt, wenn er drei Sperren hat, kann er alles machen damit. Ne? Er hat alle Gesetze umgangen, aber das geht nicht. Für eine halbe Stunde hin. Schön. Der Berg da hinten sieht man, da ist da mit Antenne drauf. Also heute ist eine schöne Sicht, sehen wir. Sehr gut. Wie oft bist du schon drauf gewesen? Seit 76. Okay, sehr schön. Ich kann nichts sagen, also mit viel Dauerlauf, mit allen Mitteln, mit allen Wind, also mit allen Witterungsbedingungen, geschaufelt, alles schon da. Okay, also, das ist. Es ist der Grazer Hauchberg und auch der, wo der Geh das Gehen, Laufen, Fahren gelernt hat. Und die Konstellation von dem Berg ist einfach so stark, dass das wirklich ein richtiger Offroader geworden ist. Von der Auslegung her. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Jetzt sind wir schon auf 340 Meter und wir gehen auf 1400 hoch. Okay. Eine Strecke rauf und runter hat mit den Zwischenwegen, kann man fast sagen, genau 10 Kilometer. Okay. Und für die Erprobung oder für die ganze Messungen oder was wir machen, werden nur 6,2 gewertet. Mhm. Alles andere sind Verbindungsstücke oder Zufahrtswege. Es sind Teilstücke hoch. Und bei so einem Dauerlauf mit 2000 Kilometer zum Beispiel, Programmkilometer ist das schon ein Unterfangen. Also zweischichtig am Tag mit 6x, 12x rauf und runter. Okay. In dem Sinn haben wir 74 Kilometer. Es wird viel simuliert und viel auf Simulation oder kollektiv aufgenommen und danach gefahren. Mhm. Auch einzelne Teile dann vielleicht noch. Aber das Fahren bleibt nicht weg. Graz ist noch ein bisschen ein Dorf, sagen wir so, obwohl es das zweitgrößte Stadt von Österreich geführt wird. Die reden von 250, 300.000, sagen sind immer da. Also. Es war am 15. August 1909, war die erste Besteigung mit einem Steierbuch-Alpenwagen. Okay.
den Berg hoch. Und da hatten sie ja nur Hecktrieb noch und da hatten sie Ketten oder Leinen, die als Traktionshilfen geholfen haben. Und dort, wenn sie gesagt haben, wir brauchen die Vorderachse auch getrieben. Also, und sind, dort haben sie noch mit Ochsen oder was geholfen, gewisse Stücke zu umwinden. Also es werden so richtige Kahnwege gewesen sein, mehr sind sie nicht. Und heute fahren wir solche Wege bis hier nach, oder Holzbringungswege oder Telegrafenwege. Es geht ja eine Mautstraße hoch. Okay. Der Berg ist unter Privatbesitz von der Grafschaft, Graf Stubenberg. Okay. Und wir haben schon in den 50ern ein Abkommen mit Graf Stubenberg, dass wir die Strecke benutzen können. Das war mit Haflinger schon. Also ich bin noch ein bisschen Haflinger gefahren auch. Das waren so Verbesserungen für Schweiz Militär. Und da hat der GB Binsgauer, waren wir noch viel, eine Probung auch. Haflinger Binsgauer zu dieser Zeit. Und da wurde das Ganze noch ein bisschen anders abgegolten. Heute hat er einen Vertrag, einen Mietvertrag gemacht, schon der junge Graf Stubenberg, unter Anführungszeichen. Also ich kenne ihn erst über 40 Jahre. Also für uns ist der Berg unverzichtbar. Es wurde dann vor 30 Jahren in etwa die Mautstraße gesperrt, also für den öffentlichen Verkehr, weil es ja eine Privatstraße war, eine Mautstraße. Und weil ich gesagt habe, keine Autos am Berg, Wasserschutzgebiet und Erholungsgebiet. Und Gott sei Dank waren unsere stärker und haben gesagt, wenn wir den Berg nicht haben, können wir nicht konkurrieren mit 4x4 Mitbewerbern. Also wir brauchen den. Und haben halt Auflagen bekommen, aber wir dürfen ihn noch benutzen. Ja, vor allem das Schöne ist, du hast ja dann oft mal den Iron Shuttle oder sowas, ja. Und so aufgebaute Parcours in so Offroad-Zentren, aber jetzt mal wirklich in der Natur, ohne dass das künstlich hergestellt wurde. Das ja, genau, freue ich mich jetzt total drauf. Wenn man so einen digitalen oder künstlichen Parcours herstellt, dann ist er richtig für das Fahrzeug zugeschnitten. Genau, du weißt, es kann das, weil es ist dafür gebaut worden. Richtig, jetzt aber halt so eine naturbelassene Strecke ist ganz was anderes. Der gibt auch viel mehr Robustheit, Beständigkeit oder irgendwelche, weil es immer verglichen wird, das kann man bald auf Steine umfahren oder wie. Aber was ist, wenn Sumpf kommt? Mhm. Sag ich, dann kommst du mal aufs Gewicht drauf an, auf die Bereifung drauf an und auf den Untergrund. Das wird das südliche Länder schätzen, den GSR, weil er viel Schatten wirft noch. Ja, die anderen haben, wenn man von oben das Fahrzeug anschaut, ist der G der Einzige, was er noch ein richtiges Dach hat. Ja. So, jetzt kann ich hier gleich auf neutral gehen und gehe gleich auf die Untersetzung und wieder rein. Also ich muss immer neutral schalten, damit ich den Kraftfluss unterbreche und dann kann schalten. Aber ich kann das unter 40 km/h schalten. Ja, okay. Ich muss nicht stehen. Und dann gehen wir wieder auf Drive zurück. Jetzt fahren wir im Low-Range-Betrieb. Das heißt, wir haben 2:1-Untersetzung. Mhm. Doppelte Kraft, halbe Geschwindigkeit. Und jetzt hätten wir das Bremseingriffssystem, aber offenes Fahrwerk. Mhm. Und wir gehen aber gleich in die 100%ige Sperre rein. Also wir sperren gleich durch. Es, gelb ist immer Vorbereitung. Mhm. Und rot ist dann. Ich habe da 76, das sind 40 Jahre angefangen, da waren so kleine Christbäume. Das ist gut. Ja, das ist eine Generation. Ja. 35 Jahre. So braucht es auch einen Baum, bis er so groß wird.
Geografie haben wir da eigentlich Jungwald 1 und Jungwald 2, die Bezeichnung, dass wir wissen, wo wir sind. Das ist, ja. Ja. So, wir fahren jetzt dann hoch und dann kann jeder dann ein kleines Stück oben fahren auch. Okay. Könnt ihr euch wo positionieren, mit den, für den anderen Fotos zu machen, mhm, oder auch selber fahren. Mhm. Bis ihr, bis euch passt. Birgt auch alles, was Schrägfahrten oder wichtige Verwindungen. Das Einzige, was wir hier nicht haben, ist Schlammfahrten. Ja. Also, aber das ist nicht nötig. Da haben wir unsere Tests unten dann, Wasserdurchfahrten, mhm, die Quarzsand drinnen haben, wegen den ganzen Dichtungen und alles, die Tests sind dann so. Geil. Wow. Wahnsinn. Also das lässt sich nur gut machen mit der Hintergsperre, also hier gibt es kein Durchrutschen von Rädern, der steigt einfach das drüber. Ist, ja, er steigt einfach drüber, ja. Ja, gut. Also alle Eingriff, sonstigen, sozusagen, Anfahrhilfssysteme, die werden ja nicht richtig ins Gelände gebraucht. Ja. Die müssten ja zuerst einen Schlupf aufbauen, genau, damit das System überhaupt aktiv arbeitet. Ja. Und das ist halt nicht gut fürs System und auch der Reifenverschleiß ist viel stärker. Ja. Aber viele Kunden brauchen gar nicht mehr. Die fahren sowas nie. Ja. Gut, das würde auch nicht auf die Idee kommen, hier lang zu fahren. Ja. Aber gut. Also hier kann man gut zeigen, wie einfach es ist, auf die mit der Automatik wegzufahren. Sonst braucht man ja Handbremse und Kupplungsschleifen oder irgendwas. Ja. Und die Schweizer Militär waren die ersten, die gesagt haben, die Fahrzeuge, die macht man nur mit Automatik. Ja. Wo wir fast noch Gegner waren, weil der Markt Automatik nicht so gut geschaltet hat. Aber mittlerweile ist das komplett anders geworden. Ich habe jetzt dadurch, dass die Systeme nicht, das Holzsystem nicht, ich bleibe einfach stehen mit linken Fuß und gebe Gas. Ja, gut, ich merke es einmal kurz so. Ist, wo er los ist, vielleicht und auf dem Felsen drauf. Ja, genau. Bis er kurz Grip aufbaut und dann geht's wieder. Das ist schon irre. Da haben wir früher einen Weg gehabt, jetzt haben wir den da mit dem First Up, haben wir den rauskuriert, dass wir immer fahren können, weil drüben war der Hohlweg schon so tief, dass immer genau das Stück immer eisig war im Winter und wir Probleme gehabt haben vielleicht da drinnen. Aha. Aber jetzt haben wir gehört, jetzt geht es da rundherum und passt das. Rein, da fahre ich mit der Geste nicht leicht rein links. Da kann man so richtig das Fahrzeug auf zwei Rädern hinstellen, weil es nämlich so stark verwindet. Das ist hier, wenn man da reinfährt, Dann steht dann kommt man hier rauf, dann steigt er richtig auf. Jetzt sind wir runtergerutscht. Also da kann man das schön hinstellen. Das merkt man überhaupt nicht, weil nämlich die Sperren voll drinnen sind. Ja. Nein, die Vieh. Die Kühe, das gibt's jetzt auch gut.
nehme ich an. Ja. Ah, die möchten gern. Okay. Manche vielleicht. Ja, ja. Da hüten wir da und der fährt auch einen. Muss ich sagen. Das jetzt, was ist, darf ich gar nicht sagen. Jetzt bin ich 61. Ja. Irre. Wirklich irre. Man sieht ja dann, was kommen wird. Und du bist ja immer wieder überrascht, wie heftig dann die Ausschläge werden. Dass der Bodenfreiheit so passt und dann ist. Ja, wenn man das nicht gewöhnt ist. Also für mich ist es vielleicht. Klar, nichts Besonderes und ich denke mir so, wow. Robustheit muss er noch haben, ja. Klar. Das würde aber mit den Straßenreifen nicht schaffen, oder? Obwohl, auch. Da müsstest du aufpassen wegen Steinchen. Das ist 18 Zoll, weißt du, das ist die Flanke viel kleiner und da geht es schon mehr auf die Felge. Ja, ja. Und dafür fahren wir, solange geht 16 Zoll. Ja, okay. Am Berg hier? Hm. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Der ganze Berg passt. Es ist nämlich so abwechselnd, dass man gar nicht sagen kann, okay. Ich habe schon Angstschweiß hier in der Armlehne, hier rechts von mir. Achso, ja, das ist nicht Angstschweiß, das ist Arbeit. Vorhin hier, also mein lieber Freund, die zweite Runde Respekt. Bei der ersten hatte ich wahrscheinlich noch stellenweise angstgeweitete Augen. Und dann wusste ich, dass er mein lieber Freund. Das sind hier die Jungs wie früher. Spaß wie. Da ist so ein langes Stück, auch, ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist. Von da vorne, das ist so richtige Kompressionen. Hier eine Eichkatze. Ja. Da, ja. Also hier haben wir ein bisschen Bewegung drinnen. Ja. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Ja, das ist
auf jeden Fall, sieht bestimmt gut aus, oder? Ja. Ja, also dann machen wir das.